Und ja, das sind die Spiele der Legenden, beziehungsweise die Spiele der zwei Guten, sagen wir so. Weil, wie manche wissen, war Skydog besser als ich in FIFA. Nur mittlerweile gleicht sich das immer mehr aus, da ich zum Meister werde. Sagen wir so, der Meister wird zum Padawan. Ja, wir müssen nur noch kurz auf ihn warten, natürlich. Wie immer. Tja, ja, gut, ne, ich spiele natürlich nicht mit dem Team, aber das hat ein lustiges Bild, will ich nur so mal so zeigen. Natürlich spiele ich mit. Hallo? Schönen guten Tag. Was geht ab, Mann? Walla, walla, walu. Ja. Du musst den Titel lesen, Alter. Das Spiel der Legenden. Ey, das Dings heißt, der Titel heißt Spiel der Legenden. One second, please. Ja, so, perfekt, perfekt. Ey, erstmal, wir müssen gleich mal wieder unser eigenes Team zusammenstellen und dann so ein Spiel gegeneinander machen. Wir dürfen die Spieler halt nicht OP machen, aber wir dürfen die halt so als Team zusammensitzen, so. Nein, keine erstellten Spieler. Keine erstellten Spieler, sondern Transfer. Weil ich kenne nämlich einen Trick. Ich kenne nämlich einen Trick, weil Chemie zeigt alles. Sag ich mir schon mal. Club die Euphorie des Titelgewinns in der letzten Saison nachwirken. Wie werden sie sich wohl in dieser Spielzeit schlagen? Sabawala! Hier die Startaufstellung von Manchester Gümchen. City. Ach, lauf hinterher. Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen. Warte, du auch? Die beiden Außenstürmer. Und hier sehen wir die Startaufstellung von Juventus Turin für heute. Wir schon Ronaldo schießt. Oh, so, fuck. Wird interessant. Ja, sie. Nee! Juve da muss es nee rufen. Was? Mandzukic. Jetzt Cristiano Ronaldo. Marcelo am Ball. Ey, träum mal nicht. Bist nicht Ronaldo. Lichtsteiner. Da ist die Flanke. Ja. Auf Mandzukic. Boah. Da ist er noch dran und drückt den Ball über das Tor. Die Ball hat diesen Eckball aus. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Nee. Ich weiß nicht, der war schlecht, ja. Wohl eher die falsche Entscheidung, Buschi. Ja, zumindest völlig überrascht. Okay, ich zeig dir jetzt mal einen Trick. Und zwar machst du so. Machst du so. Machst du so. Machst du nicht so. Nun, Matuidi. Und direkt zurückgespielt. Super gespielt. Macht er mit der Hacke. Buffon. Nun Cuadrado. Deine Trick ist sowas von blöd. Jetzt müssen sie aufpassen. Und Cuadrado.
Ja, das ist durchaus gut. Er schießt von weit raus. Ja, ey, der Schuss war legendär. Nicht. Da war vielleicht sogar mehr drin. Buddies? Douglas Costa am Ball. Wer ist dieser Buddies? Walker. Was? Matuidi. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Klasse Aktion, Ball ist ja. Er spielt halt echt zum Falschen. Oh, Buddies! Sané. Direkt das nächste Tor. Ja! Natürlich. Vor allem die Fans von Offensivfußball sieht Baufeld aus. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Die Glatze regelt. Matuidi. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. David Silva am Ball. Ball bei Aguero. Hey. Foul und Freistoß gegen Juventus. Matuidi. Ballverlust. Kun Aguero. Leroy Sané. Ah, das war am Ende dann doch ungefähr. Und da kann sich die Abwehr. Der bleibt aber liegen, der hat gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Der schläft aber kurz ein. Ein guter Doppelpass. Hilfe! Nee. Super dazwischen gegangen. Geh nicht zum Ball! Nee. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Cristiano. Do you want to see my pussy? Da geht er dazwischen. Touré. Oh. Jetzt gibt der Schiedsrichter vor. Wollte ich doch raten, ja. Würde ich dir auch raten. Dass der Ball oder so ein Freischuss ist. Oh no, Matuidi. Wird das seine Torchance? Boom! Oh, der war scheiße, ja. Ich weiß nicht, ob der Schuss von dort die beste Idee war. Also keine Gefahr auf jeden Fall fürs Tor. Boah, der Ball ist so fett wie deine Mappe. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Danke. Jetzt David Silva. Tschüss. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. You don't know me. Und das gibt Eckball. You don't know how to come by. Well, you don't know how to come by. Wow. Buddies. Oh, mein Rücken. Aguero. Den Ball holt er. Deo. Und Matuidi. Das war einfach. Und er hat den Ball. Jetzt vielleicht Aguero. Abseits. Ich wollte den Kopf treffen. Kopftreffen! Cristiano Ronaldo. Ah. Boah. Tschüss. Träum nicht. Und die Chance. Oh, das war so ein Pussy-Tor. Ich hasse solche Tore. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Aber Rückenbrochen. Rückenbrochen, alles klar. Manchester City jetzt also mit dem Rückstand. Und nun Aguero. Pass doch! Voila! Oh, klasse, den spielt er mit der Hacke. Schnauze du. Arsch du. Weg ist der Ball. Stell dich hin, du Lappen! Er muss raus hier, Juve du. Auf den Weg nach vorn. Ich wollte nicht. Hä? Ich wollte ihn da nicht. Ich wollte nicht Touré.
Alter, zwei von mir sind verletzt, Alter, lutsch meine Eier. Deine auch? Sag mal, Walla? Touré mit dem Fehlpass. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ganz stark abgeblockt. Bruh. Ey, meine freuen sich gegenseitig, Alter, die haben gar keinen Bock drauf. Deine Hose ist das? Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Komm schon. Oh, Golasso! Nein. Fängt diesen Ball ab. Oh yeah. Ball ist oben vom Assistenten und wir können hier belegen eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Come on, man. Und Marcelo. Matuidi. Aguero. Sterling. Oh, wie der da durchkommt, ja. Oh, oh, gefährliche Situation. Gefährliche Situation. Komm, erster Freistoß 2018 gegen dich. Ich wusste, dass du runter. Ronaldo. Neben Lionel. Geh mal weg, Leute. Freistoßposition. Oh, shit. Ellie Queen Mangala. Etwas überzogen, wie ich finde, Buschi. Ja, die musste nicht geben. Glaube ich auch. Ne? Ich bin sogar aus dem vorher schon gesprungen. Nutzt du meine Eier? Der Ball wurde gut weggefaustet. Muss Einwurf geben. Nun Otamendi. Sané. Dankeschön, hab ich dir gerne. Lichtsteiner. Ich hab dir gerne beigegeben, ja. Und jetzt vielleicht Jubel. Was? Ja, Touré. Dann auch? Super dazwischen. Was? Der Pass kommt zu Dybala. Warte, du auch? Deswegen spiel ich so schlecht. Oh, hell no! Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Nein, Penis. Matuidi. Und Matuidi. Nein, Penis ist nämlich klein. Ronaldo. Nein. Oben drauf wurde gerade angezeigt. Ich schwöre, dafür lege ich beide Beine ins Feuer. Ah. Jetzt müssen wir aufpassen. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Dafür grill ich meine eigenen Beine. Run. Dybala. Sané. Ey, come on! Obwohl Coman nicht drin ist. Verstehst du come on, weil Coman nicht drin ist? Hä? Nein? Okay, halt's mal. Ich musste kurz einen neuen Spieler reinholen, der mir meine Eier lutscht. Was? Ab geht's in Durchgang 2. Bisher hatten wir richtig Spaß, Buschi. Ja, wir haben tollen Fußball gesehen. Hoffentlich haben die Teams nicht ihr... Kein Foul, was? Hä, das war ein Foul! Du, ich meine Eier. Dazwischen, weg ist der Ball. Wird's jetzt gefährlich. Und jetzt ein Schuss. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Du stickst. Nur Marcelo. Walla! Walla! Und jetzt Gündogan. Der nächste Angriff der Citizens. Unaufhaltsam. Sané. Oh, shit! Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Cristiano Ronaldo. Oh, yeah! Oh, yeah! Okay. Wow! Sie bekommen...
Oh yeah! Oh! Oh yeah! Oh, schöne Kugel! Ja, heul nicht, Alter! Die scheiß Muschi, Alter! Schießt. Oh, du Wichser, schießt instant. Oh, du wechselst auf Ronaldo. Oh, du hast keine Eier! Mir fehlen deine Eier! Oh! Ja, keine Chance. Die aus dieser Entfernung habe ich keine Chance, die zu halten. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ey, aus dieser Position habe ich keine Chance, den zu halten. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Sterling. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Digga, ich habe keine Chance durchzukommen. Chiellini. Hä? Die setzen. Ey, in diesem Spiel setzen sich meine Mate irgendwie nicht durch. Ja. Gegen Kedira. Das ist meine Chance. Und Kedira. Das ist kein Eier, Digga. Siehst du? Sauber vom Ball getrennt hier. Was ist das denn? What the? Kedira! Was? Bei Freistößen oder auch Distanzschüssen zeigt Cristiano Ronaldo immer wieder seine ganz andere Technik. Ja, Digga, deine Eier sind faul. Plötzlich runterfallen. Lass jetzt mal physikalische Erklärungen weg, aber diese Flatterbälle sind auf jeden Fall sein Markenzeichen. Sané. Jetzt eine gute Flanke. Sané. Hell no. Gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt. Oh, ich hätte fast meinen eigenen erstellten rein. yeah. Hallo. Ey, einfach die Konzentration. Ey, ich hab echt gerade kein Glück in dieser Runde, ja? Oh! Alle beide springen drüber, Alter. Ah, gut gemacht jetzt. Und jetzt! Run! Shut the fuck up! Jetzt Matuidi. Oh, danke. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Du hast mich verarscht. Ja, warum denn nicht? Man muss ich hab dich verarscht. Dybala. Das war gar nichts, das war eine Feder. Erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Kuckuck! 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 Arschloch! Guckst du? Eine Tor! Ich hab nichts gesagt. Haben wir uns verstanden? Ich hab nichts gesagt. Ich hab nicht gesagt, das war ein Tor. Jetzt Cristiano Ronaldo. Mandzukic. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Bullshit! Das war einfach. Und er hat den Ball. Aguero! Digga, was? Wie kann man so einen schönen Schuss halten? Deine auch? Jetzt Sterling auf außen mit dem Ball. Toller Pass. Du Arschloch, ich wollte schießen. Frau Rominski. Gündua mit dem Foul jetzt. Hell no. Frau Rominski. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Ja, Mann, wie Rodriguez. Cristiano Ronaldo auf außen. Glaub mir, wiehst du nicht. Sehr guter Einsatz. Walla, nein. Aguero. Tschüss. Was hebst du in deiner Hand, hä? Was hebst du in deiner Hand? Schöner Pass, Silva. Ja! Oh, der war schön. Der war schön, Alter. Ey, also, der war schön, ne? Vom Pfosten ins Tor und damit ist ja, Mann, der hat echt eine Glatze. Ja, da kommt der Keeper natürlich nicht mehr ran. Das ist Maßnahmen. Silva. Silva. Seine Glatze ist Silva. Hier also 3:2. Ja!
Benatia. Come on! Mir fehlt eine Tor. Jetzt könnte es gefährlich werden. Dybala. Abwehr hat aufgepasst. So, die letzten 15. Komm schon! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Come on! Oh. Ah, ich will flanken! Lutsch mein Heuer! Ah. Ah. Ich werd wütend wie eine Hita! Was? Was, Khedira? Khedira, keine Eier? So, das ist absolut. Abseits! Und wir können hier belegen eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Und Kevin De Bruyne. Aguero. Ey, ich hab doch X gedrückt. Super dazwischen gegangen. City liegt hier nach wie vor zurück, aber zumindest die Fans auf Klo gehen. Jetzt normales. Das muss sich doch auf die Mannschaft übertragen. Ich höre. Mal die letzten Kräfte freisetzen, um das Tor hier noch zu machen. Der Angriff jetzt über Aguero. Aguero. Sterling. Ja! Nein! Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht. Ah! Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Tschüss! Was sollte das denn, ne? Und jetzt vielleicht Jubel. Otamendi! Otamendi! So, was machen Sie daraus? Und klasse durchgesetzt. Ja! Nein! Und da ist der Ball wieder weg. Da trennt er ihn. Boah, du holst echt rum wegen dem fucking. Boah. Ja, ich auch. Ich hätte fast meinen Erstellten zurück eingewechselt. Und Ronaldo. Da haben sie gut gehalten. Alles De Bruyne. Ah. nicht gesund, nicht gesund. Lauf! Das ist jetzt eine Chance. Nein! Warum habe ich nicht gelüpft? Ich schwöre, warum habe ich nicht gelüpft, ja? Schaffen Sie hier noch den Ausgleich. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Er köpft den Ball zum Mitspieler. Ey, was soll das? Als ob du so schnell da durch den Ball bekommst. Nun, Mandzukic. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. David Silva. Ja, Mann. Klar. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Vielleicht geht jetzt was. Gibt Ecke. Digga. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Jetzt Ronaldo am Ball. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein. Hier zumindest jetzt vielleicht. Sané! Come on! Ein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Alter, jetzt am Ende spiele ich richtig krass. Ah, ne, ich treffe nicht. Komm, nicht abpfeifen. Nicht abpfeifen. Nicht abpfeifen! Nicht abpfeifen! Das war's. Und hier sehen wir die Startaufstellung von Juventus Turin für heute. Pfeif doch nicht ab, du Lappen. Du hast keine Eier, ich weiß. Ui. Übertreibt nicht. Okay, jetzt kommt zweites Spiel, zweites Glück. Und der Verlierer stößt ab. Was? Ich hab Stimme. Was? Ja, wähl dein Team. Nicht ohne mein Team. Hallo! Dann nicht. Hassan? Und der Verlierer stößt ab. Wenn ich jetzt gewinne, musst du...
Warte mal, meine. Ey, was? Ja! Oh ne, nicht 50, ich übertreib nicht. Okay, okay, wenn ich jetzt gewinne, musst du Ronaldo wieder nach Real Madrid tun und das Real Madrid nie wieder spielen. Wenn du das verlierst, ne? Dann löschst du FIFA. Ah, du auch? Voila! Ja, Digga, ich weiß noch wer. City stößt an. Vielleicht geht da was. Aguero am Ball. Ah, tschüss. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Und hier sehen wir die Startaufstellung von Juventus Turin für heute. Bei ihnen sehen wir heute ein Freistoß, ja, aber keine Verwarnung so früh im Spiel. Tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Oh shit! Schillige! Jetzt kommt der. Das war stark von. Der war echt lasch. Get out of here! Ja, gerade lecht's, genau. Leckt. Da geht Touré dazwischen. Lech! Voila! Manchester City mit dem nächsten Angriff. Tino. Kun Aguero! Stark gemacht. Latino. Es gibt Ecke. Schigi. Schigi Flanke. Schigi Flanke. Golasso! So wünschen wir uns das. Frühes Tor. Die Balla. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin. Das war die Schigi-Flanke, die ist asozial. Schön verwertet. Eine richtig gute Ecke. Und damit liegt Manchester City hier vorne. Das könnte die Chance werden. Die Defensive steht. Elfmeter für Manchester City. Ich hab den extra weggeschossen, wenn nicht. Oh, nur Matuidi. Ja! Hola! Ball bei Marcelo. Das könnte gefährlich werden. Cuadrado jetzt am Ball. Gündoğan. Ja, Touré am Ball. Sehr gut aufgepasst. Bruder, ich hab passen gedrückt. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Was? Das erzähle ich dir doch nicht live. Von Ederson. Ja, aber nicht live. Jetzt Matuidi am Ball. Juan Cuadrado jetzt. Mandzukic. Und tschüss. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Einen Porno gesehen. Jetzt Cuadrado. Was? Nun Mandzukic. Was? Und Douglas Costa. Juve auf dem Weg nach vorn. Da hat er sich mit Douglas Costa. Schön gehalten. Ja, Mann. Abwehr hat aufgepasst. Nee. Urwalddunge. Jetzt Mandzukic. Die Baller. Bruh. Bleib liegen. Mit dem Ball am Fuß. Bruh, ich hab die gepasst. Der Ball geht weit daneben.
Also, das hätte er sich besser gemacht. Blond! Ja, und die Teamkollegen sind auch nicht besonders glücklich damit. Er hätte abspielen müssen. Blondinen sind dummer. Digga, das war Streamer und das war eben in der Vorrunde ja auch nicht. Und jetzt vielleicht Jubel. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Oh, der Torwart ist legendär, Alter. Sterling jetzt. Super Trick und dann ist er vorbei. Manchester City auf dem Weg zum Tor. Sané. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Digga! Nun Douglas Costa. Ach, Digga, glatt rasiert. Dybala. Ah! Das war keine Herausforderung für den Torwart. Ich meine damit deine Mama. Und Douglas Costa. Wer sagt, dass ich blonde? Ich sag deine Mama. Douglas Costa. Das war richtig. Ah, geht auch. Geht auch. Fast der Ausgleich gefallen. Schwarzhaarig geht auch. Gib's her. David Silva. Jetzt wird's gefährlich. Defensiv. Oh. Oh shit. Jetzt Mandzukic. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Da wird Ronaldo vorne unterstützt. Du nicht? Sauber vom Ball getrennt hier. Schäm dich. Douglas Costa jetzt. Du stehst nur auf Nutten, nicht wahr? Gönn dir Umtiti, der hat vielleicht auch Titten. Aguero. Juan Cuadrado. Nein, nicht gut. Gut, den Ball hier im Mittelfeld erobert. Gönn dir Umtiti, Alter. Und da ist der Ball wieder weg. Der Ball in Richtung Aguero. Das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Und Matuidi. Alter, alles was Beine hat. Der nächste Angriff der Citizens. Ah! Abstoß. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Warum du schreibst Fragezeichen? Benatia. Wie sind du behindert? Einer hat Fragezeichen geschrieben. Mandzukic. Das ist bestimmt, weil wir behindert sind. Douglas Costa am Ball. Ich glaube, der meint unsere Dummheit. Gib mir Ball. Sterling am Ball. Einwurf für Juventus Turin. Ja, aber du bist behindert. Voila. Ich schwöre. Und nun ein Schuss. Oh. Eine schöne Aktion. Ederson. Du bist legendär, Bruder. Und der Ball wird weitergeleitet. Und Douglas Costa. Das könnte eine Gelegenheit werden. Macht er ihn. Neben Torwart. Nein, nope. Schwacher Ball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Aguero am Ball. Komm! Nein, zieh doch! Hui! Danke. Ja, das hat er geahnt, Gündoğan. David Silva hier mit Zug zum Tor. David Silva. Leroy Sané. Da ist die Flanke. Hua! Kein guter Abschluss hier. Dann nie wieder. Einmal, aber nie wieder. Ey, du lachst wie eine Mädchen. Hui! Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Einmal, aber nie wieder. Und Cuadrado. Einmal ist kein Mal. Ein guter Doppelpass. Dybala. Foul! Foul pfeift er gegen Manchester City. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Das war natürlich mit die Schnauze niemals, Digga. Der Schiedsrichter wertet diese. Ja, okay, warte. Diese Grätsche richtig. Das war ein klasse Freistoß. Das wäre ein Traumtor gewesen, wenn er den gemacht hätte. Und jetzt muss ich sagen, dass du gerne Schwanz lutschen willst. Im Etihad Stadium.
in Manchester. Ah, Coman! Obwohl, Coman ist ja gar nicht drin, ne? Ja, und die Namensrechte am Stadion haben sie hier für 10 Jahre veräußert. Beginnt Douglas Costa! Oh, das wäre fast der Ausgleich gewesen. Digga, wenn der reingeht, bin ich Opa. Und sie liegen weiter mit einem Treffer hinten. Nee. Jetzt Aguero, könnte gefährlich werden. Du hast kleine Eier. Sané! Ohohoho! Nein, das war Spaß. Das war ein Joke. Die Nachspielzeit wird angezeigt, 3 Minuten gibt's. Cuadrado am Ball. What the fuck? Übertreibt mich. Und jetzt vielleicht Jubel. David Silva. Cuadrado jetzt am Ball. Und Marcelo. Könnte was werden. Nee. Setzt er knapp daneben und das aus der Distanz. Ich sag dir, es bleibt Eis zu Müll. David Silva. Der nächste Steilpass, David Silva. Oh, come on. Ja. Halbzeit. Schwöre. Was? Ab geht's in Durchgang 2. Bisher hatten wir richtig Spaß, Buschi. Ja, wir haben tollen Fußball gesehen. Hoffentlich haben die Teams nicht ihr ganzes Pulver verschossen. Hey, Hassan. Ich muss dir nur Bescheid geben, du kassierst jetzt gerade ein Tor. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Hä? Warum machst du? Ich hab den nur weggepasst. Schöner Versuch. Super Freistoß. Hä? Ich hab dich doch gar nicht gefoult. Ich hab den weggepasst, den Ball. Mehr habe ich nicht gemacht. Scheiße. Klasse Aktion, Ball ist weg. Aguero jetzt mit dem Ball. Machen Sie es gut. Ball geht ins Aus. Walker. İlkay Gündoğan. David Silva mit der Chance. Du auch? Super gemacht vom Torwart. Ja, also du. Dybala. Wenn man nicht den Namen sagt, ist man selber. Aguero. Jetzt geht vielleicht was für Man City. Sag, wo der Wund. Ich hau den. Silva. Nee, den Ball. Oh, also ich weiß wo. Kun Aguero. Ich hab die letzte Woche gesehen auf der Straße. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Seine Mama meinte zu mir, ah, ich blow gerne. Ich gehe auf Straßenrand. Art hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ja, was? Genau. Sehr guter Einsatz. Das könnte die Gelegenheit geben. Schuss von Aguero. Oh! Hey! Und das ist der Ballverlust. Oh, hell no! Und jetzt gibt es Einwurf. Ball bei Marcelo. Und Douglas Costa. Ich schwöre nein. Jetzt Ronaldo am Ball. Da geht er dazwischen. Ja, hab ich. Ja, bitte. Voila, bitte, gib ihm. Schuss von Ronaldo. Ui. Er ging daneben. Kommt er gerade noch so an den Ball und lenkt ihn über das Tor. Ecke von ja. Starke Leistung bisher. Noch kann er alles abwehren. Sané. Du auch? Manchester City mit dem nächsten Angriff. Und jetzt die Chance. Nein! Und Ecke. Ey, du kassierst jetzt eine Kopfballtor. Und da auch nicht. Aguero in der Mitte. Gute Parade. Ganz ruhig, spiel ihn ruhig. Und jetzt, oh ja. Und nochmal, oh ja. Karate Kid. Ja. Mandzukic. Nun Douglas Costa. Und jetzt ist Juve im Angriff. Klasse Technik.
Sterling jetzt. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Kein Foul wahrscheinlich, oder? Und jetzt Lucas Costa. Er hätte Schiri bestochen, ich schwöre sogar. Was für Foul, man lutscht meine... Da ist er noch dran und drückt den Ball über das Tor. Gradi ist noch okay. Der hat ja gar keinen Kopfball. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurück. Der kann ja gar keinen Kopfball, Alter. Ich schwöre. Nee, in diese Richtung. Ball bei David Silva. Gut verteidigt hier. Ein Schwanz? Ja, ich muss das. Oh! Gute Idee, versucht den Doppelpass. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ein Kock, ein Maul, ein Tag, ein Gaul. Foul! Ich bring deine Mom um! Spaß. Was ist das, Mann? Ich wollte zur Abwehr passen. Oh, geil. Wird das eine Torchance? Ja! Riesenchance für Aguero. Sie haben diese Partie jetzt doch und jetzt mehr oder weniger krabbel wie eine Baby. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Er trifft zum zweiten Mal. 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Noch 20 Minuten? Dybala. Er spielt Schlammer. Den Pass zurück. Und danach ist vielleicht Jubel. Aus. Ballverlust. Er kassiert Panda. Silva mit Platz. David Silva ist es. Silva. Gute Aktion von Buffon, aber klar, da muss er auch hin. Leroy Sané. Super Einsatz. Da kann Aguero. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Oh, der war scheiße. Das ist einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz. Obwohl er solche Dinge immer wieder macht. Schade. Oh, Mandzukic. Aber das Gute ist, ich führe 2:0. Du gehst ganz schön weg, Ronaldo. Wird's jetzt gefährlich? Nee. Ronaldo. Klasse gehalten. Sag ich doch, siehst du? Stark gemacht, verhindert hier. Ja. Und nun ein Schuss. Ganz stark abgeblockt. Nein, hab ich nicht. Lucas Costa. Marcelo. Der Tor ist einfach sensationell. Schnell. War das ein Ding? Schade. Du hast zwei... Ja. Jetzt Sterling. Jetzt wird's gefährlich. Guter Pass. Da müssen Sie aufpassen. Sané! David Sané! Oh. Ja! 3:0! Guck dir meine Glatze an. Boah. Ah, du magst sie nicht, dann hol ich ihn mal raus. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Der ist schon draußen. Ey, Sahne ist verletzt. Leider ist die Sahne verletzt. Ich mochte die Sahne. Du kriegst den Ball nicht. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Tschüss. Jetzt vielleicht über Kevin De Bruyne. Tschüss. Ha! Klasse Parade von Schade. Wichser. Du sollst mal nicht träumen! Oh, fuck. Lutsch mal da, ja! Gut, dass er heute auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Er spielt ihn zurück, guter Doppelpass. Ja. Und da verlieren sie den Ball. Oh, shit. Juve auf dem Weg nach vorn. Oh, der war knapp. Bruh. Dybala. Wie deine Fotze. Was? Flatterfotze? Was? Hutau! Und jetzt run. Douglas Costa am Ball. Vielleicht? Du bist so jung? Das wird dir deine Mom noch erzählen? Ja, das war nix.
Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko, da muss schon alles stimmen, das war hier nicht der Fall. Hell no! Und jetzt Lucas Costa. Mandzukic. Alter, die Pisse kommt aus deinem Mund. Und jetzt ist Juve im Angriff. Er schießt! Arschmaul. Ich muss mich konzentrieren. Ja, Mann. Weg ist der Ball. Ja, Mann. Und aus diesem Tor! Der Pass, stark gemacht. Ja, neu. Goal. Sie geben hier nicht nach und machen noch ein weiteres Tor. Dabei war eh klar, dass sie das Ding gewinnen. Ziemlich ja, ne. Ey, weißt du, soll ich dir mal sagen, wie man den macht? Du musst nur L1 gedrückt halten und zweimal den rechten Stick nach links. Du meintest Arschloch. Aber das heißt ja. Tschüss. Er hält auch jetzt die Null, ein klasse Auftritt. Das ist nicht Douglas, das ist Kevin de Bruyne. Kevin der Braune. Kevin der Braune. Mein lieber Schwan, das war gefährlich. Oh, oh. Und hier sehen wir den Kopfball nochmal. Klasse Tor. Super. Jawohl. Kopfball. Tor. 5-0 zur 90. Minute. Alter, zur ersten Halbzeit stand es 1-0. Ich habe dir in einer Hälfte, vier Tore gedrückt. Die ist so gut wie gelaufen. Kurz ausgeführt. So, Leute. Ist das easy oder ist das easy? Habe ich gewonnen oder habe ich gewonnen? Jetzt kann ich mal nach den Kommentaren gucken. Da müssen Sie aufpassen. Sané! David Silva mit der Chance. Abgefälschter Schuss und schon ist er drin. Ich bin nicht immer so. Ich mache das nur aus Spaß gerade, weil wir es immer bei FIFA machen. Wir sind immer abgefuckt bei FIFA. Deswegen sind wir auch so schwul drauf gerade, sagen wir mal so. Normalerweise sind wir anders. Also, wollt ihr noch ein Spiel sehen, wie ich ihn rasiere oder... Ich bin nicht immer so, ich bin nur manchmal gut drauf. Sagen wir mal so. Zum Beispiel jetzt durch diesen Sieg bin ich gut drauf. Dieser Sieg hat mir weitergeholfen. In meiner Karriere. Hat deine Schnauze, du Wichser. Skylock ist übrigens der gerade 5-0 verloren hat. Geil. Da müssen Sie aufpassen. Sané! David Silva mit der Chance. Abgefälschter Schuss. Hasser, komm jetzt wieder. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Ich will nochmal gegen mich gewinnen. Klasse Parade von Buffon. Alla, Hassan, komm wieder. Ich will gegen dich gewinnen. Sterling mit der Chance. Ich brauch Sieger. Falls ihr euch jetzt mal so die Season anguckt. Oh, geil. Voila. Also, ich bin gerade Titelträger, ne, mit 3 Saisongewinnen und du hast 2. Digga. Das Einzige, was du gewonnen hast, ist die Meisterschaft um die verfaultesten Eier, Alter. Alter, ich habe einen Schweizer Taschenschwanz, Alter. Ein Schweizer Taschenschwanz, wie so ein Taschenmesser. Oh, warte, ich zieh mir T-Shirt aus, mir ist warm, Alter. Oh, scheiße, keine Zeit.
halt deine Schnauze. Jetzt, hallo, hallo. Jetzt hört ihr mich, ihr kleinen Bastarde. Ja, und das ist der, den ihr gerade die ganze Zeit nicht hören konntet, den ich gerade 5-0 abgezogen habe. Halt die Boris! Halt die Schnauze! What the minute? Oder hey. Auch nicht? Hallo, jetzt hört ihr mich, ihr kleinen Bastarde. Ey, das Ding ist, ich hab eine Banane in der Rewe geklaut, danach ich bin rausgegangen, da war ein Straßenpenner, er wollte die Hälfte haben, aber ich hab gesagt, nee, danach hat er mich bedroht mit seinen Pitbulls. Dann hab ich gesagt, haben diese Pitbull-Zähne? Er meinte, ja, dann sag ich, zeig mal. Dann meinte er, nee, die haben keine Zähne, die haben Zähne. Get out of here, man! Ey, ich hab letztens, ne, hab ich so einen Straßenmusiker, ne, hab ich das restliche Geld von mir gegeben, ne, ich hatte irgendwie noch 2 Euro noch was. Das hab ich dem komplett selber gegeben. Ich brauchte das nicht. Ja? Ja, nee. Spaß. Ich hab's wirklich gemacht, aber ich mein grad. Jetzt ist doch also, guck mal, jetzt bin ich, es wird die ganze Zeit still. Ich konzentriere mich jetzt, komm. Ey, du auch? Nee. Super, da trennt er ihn. Ich dachte, du bist still, du bist aber nicht still. Nicht mit Ederson. Oh! Ah, gut gemacht jetzt. Oh, wir machen Kind. Wir machen neue Kind, Boris. Angelo Boris. Ist der Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Gutes Ich hatte Sex. Jetzt ist Platz für den Konter. Der hatte 3 Beine. Das war deine Mom. Ah, deine auch? Jetzt David Silva. Also meine Mom hat eigentlich 2. Sané. Heute hat sie 3. Fick dich. Eine Baby ist hier. Eine sehr interessante Partie zu werden. Eine Leroy Sané ist da. Einer der jüngsten. Wenn dieser Sané, keine Läuse bei seinem Regenwald auf dem Kopf hat, weiß ich auch nicht weiter. Der hat eine ganze Familie wohnen. Wie meinst du? Boah, ich dachte, der wäre drin, ja? Ich wollte gerade sagen, warum macht der denn nichts? Digga. Weil der Eier wollten schon gerade Silvester feiern. Was? Ui. Oh, Boris. Ui. Guck jetzt. Get low und ein bisschen go. Nope. Das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Guck jetzt. Quack. 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 Abseits. Oh, Mann. Abseits. Savanja. Sondern ja, deine Mama ist heilig. Was? Guter Pass, hast du? Hast du Tabletten genommen? Ha, geil! Ey, Foul! Foul. Hä, was hab ich denn jetzt gemacht, Mann? Ich werde jetzt diesen Ball in nicht reinmachen. Klar! Das Tor. Glück! Glück! All die Presse! Du trinkst Toastbrotverkäufer! Als Maul! Von Flaschensammler! Das Video heute! Ich heiße Modig! Pfandflaschen! Alles klar! Scheiße! Ach, also ich glaube, du wolltest ein bisschen auf dem Feld Ballerina tanzene, despacito, despacito. Er will aber kurz singen. Keine Gefahr hier, da hat er ja nicht richtig getroffen. Oh, mein Freund hat mir gesagt, er hat Rückenbehaarung. Ist das normal? Das will er auch. Haben das nicht nur schwule Leute? Also Rückenbehaarung, guck mich mal nach. Heilige Santa Maria. Oh. Und hier ist sehr viel drin. Das ist fast gar nichts. Sag mal, Walla? Ey, Walla. Ey, oh.
Macron. Du hast 50 Abonnenten, ne? Nein, 49. Ja, egal, kann man schon 50 sagen. Das Ding ist, nach diesem Stream, wenn er ein bisschen 20 Aufrufe oder so hat, dann vertraue mir, kriegst du genau diese Aufrufe, wie Hurensohn. Oh, meine Eier. Jetzt sind meine Eier, Eier nicht mehr da. Ich habe gerade besser gefeiert. Oh, tschüss. nee, könnte nicht gefährlich werden. Ich hab einen Max-Screen. Ja, will ich doch aufhören. Sag deiner Mama, du hast meinen Fernseher. Ey, müsste es nicht eigentlich schon dunkel sein? Ach nee, ist deine Mama. Ja? Da sagt der Mama hallo. Weil deine Mama ist so fett wie die Sonne? Ja, das ist dann. Deine Mama ist immer auf der Welt, weil ich sie Mädels gefickt hab. Weißt du, kennst du dieses Kinderlied Sonne, Mond und Sterne? Deine Mutter singt das Ich, Mond und Sterne. Marcelo ja. Stehst du, weil sie die Sonne ist? Gefahr erstmal bereinigt. Nein? Okay, dann nicht. Den Fernschuss nimmt er sich. Den das Ding ist, schwächer. Dir würde ich lieber jetzt als Tipp geben, geh bitte wieder aus deinem Zimmer, geh kurz zum Waschbecken, mach euch was. Oh, geil. Jetzt gibt's einen Eckball. Mach dein Gesicht kurz nass und frag dich nochmal, was du gerade für einen Satz rausgehauen hast. Denn dieser Dreckssatz hat aber gerade gar keinen Sinn mehr gegeben. Heulige Rattensuft. Was? Das Ding ist, ich mach jetzt ein Tor. Ich mach jetzt ein Tor. Mann, piss dich doch. Bye. Tschüss. Ey, mach mal so. Mach mal. Au! Oh, heilige Scheiße, du brauchst noch ein bisschen Unterricht von mir. Heilige Kacke. Heilige Scheiße. Abseits! Warte, mein Ohr. Oh, tschüss. Ich musste kurz mein Headset wieder so richtig, rumdrehen. Ah, du auch? Ah, du auch Headset hoch und zurück? Wie steht deine Headset auch aus Brot? Nein. Oh, scheiße. Aber aus Dosenfutter. Ah, deine auch? Gut aufgepasst, da kommt der an den Ball. Ey! Was? Sie bieten sich an! Ronaldo. Ich hab Ronaldo festgehalten. Oh, ich hab schon wieder Backstreet. Willst du dein Ding, du Vogel? Ja, guck. Man sagt einmal, willst du ein Ding? Ja, das läuft wieder. Ich hab den weggebuchst. Ach komm, Gerrara hier. Gerrara hier, bitte. Du jetzt. Oh. Ey, meine Freund, du läufst jetzt gleich ohne Ball. Oh, Rambo oder was? Und da ist der Ball wieder weg. Und jetzt ist Juve im Angriff. Cristiano Ronaldo aus der Nee. Natürlich harmlos. Nein. Ungefährlich. Du und so? Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Ah ja. Und jetzt ich mach den Schuss von hier. Hex, mein Himmel im Mund. Langer Ball Richtung Aguero. So, das habe ich jetzt kurz im Mädchen geschrieben. Jawohl. Ich höre auch nicht. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem. Wenn du das gemacht hast, lutscht dir morgen deine Eier. Ich höre auf meine Mutter, ich hab's gemacht. Tschüss! Und ich bin stolz drauf. Alter, warum ist deiner schneller als Ronaldo? Ich bin Profi. Weil ich mir den vorgelegt hab. Jetzt David Silva. Leroy Sané. Jetzt vielleicht. Oh, du rasierst mich. Du willst mich rasieren, aber es steht 1-1, Bruder. Was soll das? Eben stand aber was ganz anderes, ne? Du kannst meine Eier armes Fett lutschen, bis sie sauber sind. Ja. Digga, hat aber keiner Bock hinzukommen. Die haben da gerade echt.
Wir haben sehr, sehr viel Fussel am, als Mann. Junge, hör mal auf, dein Spieler mal zu tun. Komm doch. Ja, deine Spieler geben jedes Mal Kicks in die Fresse, so PAM, out of nowhere. Ey! Das Mädchen hat gerade geschrieben, warte. Die sagt Glitch mit der Eier. Und sie sagt dann, okay. Schon wieder weg, gut gemacht. So, erstmal dieser Reingabe. Halbzeit. Schwere. Vielleicht kommt meine Wecker. Was hast du gesagt? Ich habe dich nicht verstanden. Hey. Hey, was los? Halbzeit vorbei. Jetzt habe ich hier gerade gefragt, krieg ich ein Busenbild. Ich hab Bock auf Titten. Wird das eine Torchance? Du auch? Ich schwöre, ich schreibe dir das gerade, was ich alles gerade sage. Ich schwöre, ich habe dir das alles gerade geschrieben. So langsam wird's gefährlich. Das juckt mich gar nicht. Wenn ich ein Busenbild haben will. Da meine ich es auch so. Digga, das sagt, sei mal männlich, ja, sag mal Titten. Ey, du bist nicht witzig. Ronaldo am Ball. See, du bist nicht witzig. Aber funny. Ich mag funny frisch auch. Als ob es jetzt ein Dosenbild gemacht hat. Alle. Er schießt von weit. Oh! Oh, mein Eier ist da flattern! Sie hat geschrieben, nee, ist geheim. Also, diese Titten sind nicht geheim, nur weil die gerade im BH versteckt sind. Nee, ich hab ja auch schon ein Bild davon. Hast du? Ja, 6 Stück! Kennst du die Sendung? Ja, Montag! Was? Nein, sorry, ich wollte Freitag! Der ist drin. Boah! Der war knapp, aber die gehen nicht in Führung, du Hurensohn. Ey, lass mal danach unser Team zusammenmischen. Digga, danach geh ich vielleicht offline, weil ich Hunger hab. Aber meine Pizza war nicht Ende gegessen. Du hast keine Eier, du. Du hast keine Titten. Ich will ich auch nicht. Gib mir den Ball. Und jetzt lauf! Weißt du, was ich habe? Weißt du, was ich wirklich habe? Kleine Eier. Schon überzeugend. Nein, Mann. Doch, Mann. Titten. Männliche, große Titten. Und weißt du, was das komisch ist? Die sind größer als die von meiner Ex. Das ist schon mal etwas Gutes. Das ist peinlich. Ja, das ist aber richtig peinlich. Gib mir den Ball! Ja, meine Ex hat einfach. Jetzt wird's gefährlich. Denn meine Ex hat einen Titten. Digga! Darf man überhaupt sowas Titten nennen? Ich glaub nicht. Ich glaub, das nennt man Männerbehaarung. nee! Du hast ja solche Schüler, die sagen so, ich schwöre ja. Ne, aus deiner Schule. Ja, Mann, ich hab so richtig. Grüß dich mal von mir und sag von denen, das sind Schlampen. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Machst du bitte einmal. Ich hab so richtige Asi-Mädchen. Ich schwöre, das sind schlimmere Asis als die aus mit einem Leben, Alter. Die sind schlimmer. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre. Würde ich vor denen stehen, würde ich die gar nicht mehr als Mädchen so Dings da sehen, sondern als Junge und würde denen sofort eine klatschen, bis sie gar nicht mehr weiß, was Digga heißt. Die auch? So eine, ich würde ihr so doll eine scheuern, Digga. Damit sie endlich mal klar auf ihr Leben kommen. Oh mein Gott, das war klasse, du Hose. ich geh verkaufen, ja. Ui. Boah, knapp über die Latte. Digga, warum schickt sie mir kein Tittenbild? Digga, schick doch mal ein Tittenbild jetzt. Aber kurz in den Film zeigen, wo der rein damit. Ah, schick! Hat er super reagiert. Weiter also ohne Cheat. Da war er noch dran. Da nimmt Buffon die Lauf!
Du alte Sau, du. Da gibt's hier Pille-Kick. Wer ist? Aber ist nicht da. Aguero mit dem Angriff. Sterling. Aber ich will ihn töten, Mann. Ich will ihn töten, Mann. Sonst bin ich unmotiviert. Ich will ihn töten, Mann. Kurz die Nippel. Hell no. Sie sagt nein. Klatschen gleich ein. Kenneck, sie hat gesagt, fragt ein anderes Mädchen, da meinte ich zu ihr, nee, will von dir, ich stehe auf kleinere Titten, nicht auf solche großen. Oh shit, du hast Beef angefangen. Oh, ich habe ihre Muschi, habe ich von ihre. Alter, also, du sendest mir jetzt ein Tittenbild oder das wird nicht mehr so lustig? Einwurf jetzt für Juventus. Druck machen, Hassan! Immer jetzt Druck. Weißt du, was man immer mein Bruder sagt? Guck, wenn er jetzt läuft und dann so macht, sagt er mal Helikopter! Und Ronaldo geht nach vorne. Hello. Helikopter! Oh, Digga, ich krieg kein Titten mit von dir, Digga. Zeig doch einmal mal kurz deine Titten. Kurz die Bra runterziehen. Kurz die Kamera vorhalten. Und dann ein Picture machen. Jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Sag mal ehrlich, wärst du ein Mädchen, würdest du ein Tittenbild machen? Wenn ich Titten hätte die ganze Zeit. Ja, ist doch so. Stell dir vor, du hast keine Titten, machst Tittenbild. Wo sind die Titten? Ich höre das recht. Tja, wo wie die Mädchen sich dann denken, so, wo sind die Titten auf einmal? Ey, die hat ja gar keine! Witzig. Ja! Yoshi! Kurz den Schnorrer in die Raro gezogen. Nun, David Silva. Das Ding ist, ich will Titten! Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ich weiß nicht, Robin! Also ganz ehrlich, gleich muss ich richtig brutal rangehen, wenn die mir keine Titten mit mir sendet, dann muss ich deine Mama fragen. Die sagt ja. Ich weiß, deswegen will ich auch fragen. Also deine Mom, von der will ich lieber nix. Den hätte er besser abgespielt. Oh, hier ist Lauf! Von deiner Mama, no, gerade hier. Wo sind wir gerade zu Benot? Keine Ahnung. Also ein Glas Wodka ist auf jeden Fall schon drin. Keine Frage, Wodka ist auf jeden Fall hier gerade am Start. Nein! Oh nein! Ey, du musst zugeben, das war geil, wie ich durchgekommen bin. Und daneben geschossen habe. Ich hätte in die andere Ecke ziehen sollen. Essen? Machst du? Los jetzt! Hassan? Ja, ich habe vergessen. Ich habe Titel gerade gesehen. Oh! Nicht gut, oder? Klasse Technik! Und Douglas Costa. Was ich dir schon länger sagen wollte, ich habe ja einen Job, ne, und ich arbeite jetzt als Busenkonstrukteur, ne, und ich muss jeden Busen kontrollieren. Was da was zu? Ich muss alle Titel sehen und kontrollieren. Oh, ich will auch. Ich kann dir den Job besorgen. Meine Cousin ist Manager. Der war weit weg. Der war ganz weit weg, würde ich mal sagen. Der war so weit weg, dass selbst meine Schwanzlänge nicht ausreicht, um den zu. Ja, mit dem Treffer hätten sie ihre Lage. Stell dir mal was länger aus! Oh, alle schreien auf, Alter, geil. Jetzt die Chance für Man City, gedeckt.
Woo, yeah! Digga, die Kompanie ist da. Ey, sag nein. Mal, tut deine Mama eigentlich nur so, oder warum hat sie hingetippt? Was ruft das Jugendamt? Ah, du auch? Wir brauchen Kindergeld. Oh, oh, Blurin. Das ist gefährlich. Oh, alles klar. Herzinfarkt des Grauens. Sollst du schon euer Flotter, ne, mein Lieber? Okay, willst du noch schneller laufen? Ja, da war ja. Komm, letzte Minute, kurz. Ruhig sein. Jetzt Match wie die am Ball. Die Nachspielzeit wird angezeigt, 3 Minuten gibt's. Jetzt haben sie den Ball verloren. Matuidi. Kommt Juve jetzt vielleicht nochmal? Alter! Wäre mehr drin gewesen. Aguero. Klasse Aktion, Ball ist weg. Oh Mann, damn! Da trennt er ihn fair vom Ball. Okay. Jetzt essen. Tschüss. Und Leute, das war's mit dem Stream. Vielleicht schneide ich gleich noch ein Video. Also, auf jeden Fall haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.